Im heutigen Tutorial über Mittelstandsanleihen geht es um die Frage, welche Faktoren bei der Auswahl einer Einzelanleihe berücksichtigt werden sollten. Grundsätzlich unterscheidet man qualitative von quantitativen Kriterien. Zu den qualitativen Kriterien gehört zum Beispiel, dass das Unternehmen den Nachweis eines erprobten und profitablen Geschäftsmodells erbringen sollte. Sie als Investor sollten sich die Frage stellen, verstehe ich überhaupt, wie das Unternehmen sein Geld verdient? Zu den qualitativen Kriterien gehört auch die Angabe über die Mittelverwendung. So sollten die Erlöse aus der Anleihe nicht nur zur Tilgung von Altschulden, sondern auch für Investitionen in die Zukunft des Unternehmens eingesetzt werden. Zu den qualitativen Kriterien gehört auch die Eigentümerstruktur des Unternehmens. So lässt zum Beispiel ein Inhaber- oder gründergeführtes Unternehmen auf eine längerfristig angelegte und risikoärmere Strategie schließen. Zu den quantitativen Kriterien gehören die Finanzkennzahlen des Unternehmens. Hier spricht man von den sogenannten DVFA-Kennzahlen. Zu den drei wichtigsten DVFA-Kennzahlen gehört die Kennzahl zur Kapitaldienstdeckung, die Kennzahl zur Verschuldung und die Kennzahl zur Kapitalstruktur. Die Kennzahl zur Kapitaldienstdeckung setzt den Jahresüberschuss vor Zinsen und Steuern zur Gesamthöhe der Zinsaufwendungen ins Verhältnis. Je höher, desto besser. Die Kennzahl zur Verschuldung setzt die Gesamtverbindlichkeiten zum Jahresüberschuss nach Abschreibungen, Steuern und Zinsen ins Verhältnis. Je niedriger, desto besser. Die Kennzahl zur Kapitalstruktur setzt die Gesamtverbindlichkeiten zu den Gesamtverbindlichkeiten plus Eigenkapital ins Verhältnis. Hier gilt, je niedriger, desto besser.